Willkommen zurück zu einer neuen Folge Skyrim. Hier in Folge 102 sind wir im Moment in der Zwergenruine und auf der Suche nach Mercer. Den haben wir auch schon gesehen, allerdings ihn zu verfolgen ist etwas schwierig wegen der ganzen Konstrukte, die die Zwerge hier so aufgebaut haben. Es sind allerlei Fallen bei und Alex hat mir für diese Folge das Steuer übergeben. Ich soll mal weiterspielen, nachdem ich in Folge 100 schon grandios gescheitert bin. Nun ja, mal schauen, wie ich mit den Falmer zurechtkomme, die wir auch schon in der letzten Folge getroffen haben. Und mal schauen, ob ich dieses Schloss jemals geknackt bekomme. Mein Gott, ist das schwierig. Ich bin so... Man denkt immer, das geht dann und dann geht es doch nicht. Und dann... Alex darf gar nicht sehen, wie viel Dietrich ich hier verbrauche. Er ist nämlich gerade nicht da. Zu sehen. Aha. Irgendwas schieße ich hier, ne? Wenn ich jetzt das hier benutze, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, ich mach's mir lieber nicht. Leute! Treiben auch immer so, ne? Von hinten schleichen sie sich an, lautlos, man hört das nicht. So ist das mit den Nachtigallen. Und noch mehr wertvolles Zeug. Was für ein Quest. Was ist jetzt passiert? Ah, jetzt bewegt sich da ein Zahnrad. Und auf der anderen Seite des Tores müssen wir auch noch irgendwas aktivieren. Mal schauen, ob wir das schaffen. Das müsste dann... Wo ist denn der Hebel? Ist er dann auf der anderen Seite? Kann sein. Irgendwo da hinten. Tatsache, hier ist noch ein Hebel. Sehr schön. Alex, du brauchst dich gar nicht so anzuschleichen. Ich habe gesagt, dass du... gerade nicht da bist. Aktivieren Hebel. Wie gemein von dir. Ich war die ganze Zeit da. Guck mal, und ich habe herausgefunden, wie man, was man hier machen muss. Man muss diesen Hebel aktivieren und dann dreht sich das Schloss. Toll, ne? Dann dreht sich hier das, die Zahnräder und dann kann das Tor aufgehen, wenn das sich drüben auch bewegt. Und der das Hebel, ist ja total absurd. Der Hebel auf, ist auf der Seite und ich könnte jetzt meinen Mitstreitern sagen, dreh doch mal bitte den Hebel, damit ich da nicht rüberlaufen muss. Aber da ist eine Truhe. Wo ist eine Truhe? Na, direkt hinter dem Hebel. Da? Nicht? Doch, da war ich schon. Aber es dreht sich leider nicht mehr. Das heißt, ich habe drüben aktiviert, dann drehte sich das rechte Zahnrad. Jetzt habe ich den aktiviert, jetzt dreht sich das linke Zahnrad. Aber ich würde gerne, dass beide sich drehen. Und so wie es aussieht, ach so, ist das zeitlich begrenzt. Das heißt, wir müssen unten erst alles umnieten. Was gibt es denn da noch umzunieten? Da unten hat sich was bewegt. Warte, zeig's dir. Ah, Johann-Trick. Da hat sich echt was bewegt. Wirklich? Da, links. Jetzt habe ich es auch gesehen. Das ist ein Skiver, ne? Einfach. Weiß nicht. Da hat sich sind, rechts bewegt. Sind einfach zwei Skiver in einem Käfig oder so. Okay. Ich werde mal runtergehen. Und dann machen wir das mit den Hebeln hier. Ja, erstmal alles looten. Gut, dass Mercer hier schon aufgeräumt hat. Hast du die Leichen schon ausgenommen? Nee, ich war noch nicht unten. Oh, mit großer Seele gefüllt auch noch. Krass. Oh ja, nicht schlecht. Meintest du den hier, ob ich den gelootet habe? Mhm, genau. Okay. Aber bestimmt liegen hier auch noch mehr. Alter, hier sind so viele Truhen, das ist unglaublich. Mhm. Ich glaube, wir müssen gleich unsere Schleichstiefel ersetzen durch unsere Muskelkraftstiefel. Das Expertenschloss oben habe ich übrigens mit 0 Dietrichen gelöst. Glückwunsch. Danke. Untote bis Stufe 21, krass. Mhm. So, und jetzt tragen wir so viel. Und es geht los. Wir können Dinge wegpacken.
Zum Beispiel. Den Stahldolch kannst du wegwerfen. Warte. Die da. Elfenstiefel. Der Muskelkraft können wir leider nicht anziehen, weil wir nicht mehr so gut schleichen können dann, ne? Ja. Schon schade. Aha. Kann auch weg. Ja. Ja. Dann haben wir erstmal für den Rest der Folge hoffentlich genug Traglast und dann können wir vielleicht in der Folgenpause nochmal aufräumen. Ja. Und die anderen Sachen da. Okay. Das hatten wir alles dabei. Ist ja verrückt. Ja, so ist das, ne? Ich habe sogar eine Armbrust entdeckt oben, die automatisch Pfeile ausschießt. Wenn man. Was ist das? Ein Koboldschädel? Keine Ahnung, was das ist. Lecker. Blutende Krone. Ist auf jeden Fall jede Menge Pilze. Der ruht sich nur aus. Vor allem mal Pfeil. Ich habe jetzt gar nicht. 7 hatte der. 15, 135. Nee, ne. Ah! Das kannten wir noch nicht. Auf worauf das wohl reagiert? Muss ja ein Bewegungssensor sein. Ja. Oder so ein. Weiß ich nicht. Aber da vorne ist noch eins. Ja. Wenn man nah genug dran ist, ne? Ja. Und die sterben unsere Freunde nicht dadurch. Das wäre doof. Das wäre doof. Sehr doof. Hopp. Boah, Pilze sammeln. Geil. Pilze sammeln. Richtig gut. Boah, hier ist eine richtige Farm. Es ist eine Pilzfarm. Na gut, die haben sich ja auch hier die Gifte gemacht. Das heißt, falls wir mal Gifte machen wollen, sind die hier genau richtig. Da waren noch Pilze. Wollte ich nicht runterfallen. Da sind noch Pilze. Njam, njam, njam. So. Ist auch noch irgendwas? Die Gollums haben auch hohe Fische dabei. Die ist fast tot. Angriff. Ja, da kommt wieder eine neue raus. So. Ach so. Meinst du? Speicher mal und versuch mal dein Glück. Okay. Vielleicht kannst du sie ja auch noch dolchen. Das wäre cool. Mal, die hatte ich jetzt nicht entdeckt, oder? Ja, war ein ganz normaler Schlag. Cool. Kann ich sehr empfehlen. Das heißt, es kommen jetzt auch keine nach und wir brauchen uns um die keine Sorgen machen. Wundervoll. Diese komischen Truhen überall. Irgendwo in der Wand. Egal, wir haben noch fast 60. Diese verzauberten Sachen, ne? Mann, oh Mann. Muss man sehen. Eine Loot-Folge für Timo. Guck mal, so sieht das aus, wenn es leer ist wahrscheinlich, ne? Ah ja, cool. Keine Ahnung, also vielleicht ja. Ist es die andere Sphäre, die wir gerade gekillt haben. Und noch mehr Pilze. Geht das hier runter und noch mehr Pilze, habe ich das schon gesagt? Pilze? Nee. Nee. Das Wort Pilze ist in dieser Folge noch nicht gefallen. Die schleichen immer noch um mich herum und sind wirklich Skiver, oder? Ja. Mach mal auf. Na gut. Die müssen wir erledigen. Boah. Wer ist da? Lassen wir die Spielchen und beenden. Ja. Streckt euch an! Ja, keine Aufregung hier wegen der Skiva, ist ja gut. Weil es
Ist doch bloß ein Skiver. Ja, ist doch gar nicht viel los. Hä? Schleppst du den jetzt mit? Ja, Entschuldigung. Ich wollte den haben. Boah, aber das Tor ist ja mal richtig cool. So, jetzt geht's los. Ah, ne, hier gibt's auch noch weiter. Geht's noch weiter? Noch Pilze und ein Zelt. Und noch ein Pilze und ein Gerbgestell. Ein Gerbboden, ja. Ach du Jemine, ich kann hier was mitnehmen? Nein. Lass bloß die Beleuchtung hier. So eine unendlich leuchtende Lampe, das will ich jetzt nicht nein sagen, ne? Ist auch noch was. So. So, ich glaube, wir können. Ja. Also, ich werde dann gleich darüber laufen. Gucken, ob das schaffbar ist. Die Kiste hier hast du schon gemacht? Ja. Gut. Stimmt, ja. Der Reis abgeschlossen. So. Und los. Achso, lässt du das jetzt doch nicht die Freunde machen? Ich weiß nicht, wie das geht. Achso, ich dachte, das würde gehen. Ah, okay. Ich dachte, du hast es gesagt, weil das eine Option ist. Ich glaube nicht, dass das geht. Naja, wir sind ja flink auf den Beinen, haben viel Ausdauer und... Irgendwer steht hier unten schon und lungert rum. Jetzt muss es gehen. Und geschafft. Ducken. Speichern. Speichern. Ihr schafft das, ne? Freunde, ich muss einfach weitergehen, glaube ich. Dann seid dann spawnt ihr hinter mir. Ja, die kriegen das schon hin. Geht's wieder weiter? Oh, Jemine. Ich will nicht ohne euch. Ich hab Angst. Ich muss meinen Bogen in die Hand nehmen. Fühle ich mich sicher war. Da ist doch schon so ein Zelt, ich sehe das. Da ist noch so ein Zelt. Ja, schrei noch lauter rum. Er hätte ich noch nicht gesehen, aber er kommt her. Was war das? Oh, lassen da kommen noch zwei. Beenden wir die Sache. So, Nahkampf. Ich bringe euch die ewige Ruhe. Huch, das ist eine Bärenfalle. Die ist da reingelaufen, geil. Ja. Und wo ist Brynjolf? Naja. Ich glaube, der schleicht noch bei den Skivern rum. Keine Reaktion. Okay, einer ist auf jeden Fall noch da. Wird noch angezeigt auf der Karte. Wo bist du, Frau? Irgendwo da. Da oben. Okay. Na gut. Tja. Hast du die Leiche schon gelootet? Dachte ja. Oder nicht? Ich glaube nicht. Okay. Oh ja. Gut, Falmerohr. Lecker. Ja, Falmerohren haben wir hier. Können wir uns nachher nochmal ein bisschen braten. Okay, er sieht dich nicht. Wenn du es geschickt machst, kannst du dich vielleicht anschleichen und ihm einen Dolch in den Rücken rammen. Wo ist er denn? Weiß ich nicht. Weißt irgendwo du nicht? Irgendwo hier links oben. Oder da vorne, irgendwie so da. Falls gleich ein Falmer auf dich zugestürmt kommt. Was hast du denn jetzt wieder gemacht, Timo? Keine Ahnung. Wenn wir jetzt nicht wieder raus können, ne, bevor wir den Quest fertig haben, dann bist du schuld. Irgendwo muss er ja sein. Ja. Truhe? Habe ich eine Truhe gesehen? Ich weiß es nicht. Es sieht alles aus wie eine Truhe. Beziehungsweise die Truhen sehen aus wie alles. Was ist das denn? Weiß man nicht. Na gut. Ja, Timo musste einmal kurz rausstürmen. Ich bin jetzt am Steuer, ich übernehme für ihn.
und finde und erlege den Falmer. Hoffe ich zumindest. Da ist er bestimmt. Was ist das denn? Falmer, komm doch her. Er will nicht. Oh Mann, wo wohl Brynjolf ist. Naja, Quecksilbererz, na gut. Können wir bestimmt auch gebrauchen. Wo ist der denn? Da ist er, hallo. Oh. Ich bringe Tod aus den Schatten. No, zack. Pauz. Oh shit, da kommt einer angelaufen. Junge, du kannst nicht auf mich zaubern, wenn ich gerade nicht entdeckt bin. Wartet, ich höre etwas. Ja, auf deine Freundin, ne? Ach, da unten. Ich höre etwas. Mist. Dass du sie triffst, ne? Geht das? Bestimmt. Bin ich tot? Bist leider verstorben, ja. Die Schatten werden euer Verderben. Ja, kämpft mal weiter, ich komme dann gleich nach. Verrückt. Mercer ist hier. Das spüre ich. Halt dein. Das spüre ich. Wir haben ihn schon gesehen, Mann. Gibt's nichts zu spüren. Wo war ich denn? Wo muss ich denn hin? Ach, da. Ja, genau. Das sind noch ein paar mehr Fallen, ja? Und der eine kann zaubern. Der zaubert uns sogar an, bevor er uns sieht. Der da. Ist ein bisschen komisch, aber naja. Aber ist so. Und das sind Truhen. Das ist auch so. Ist so. Komisch, aber. Und dann, ne? Pass auf, dein Popo könnte zwicken. Und das könnte auch der Kopf gewesen sein. Vegetar. Jetzt kommt er angeflitzt. Ey, eben stande der, aber stande der. Komm her. Kriegst ihn noch. Oh, der ist schon weg. Aber der sieht mich noch nicht. Mann, Kalia, jetzt komm nicht hierher. Palmer Schleicher. Uiuiui. Krass, dreifacher Schaden, einfach so, nur weil du versteckt bist. Ja. Übel. Jetzt mach ich über. Ich treffe den nicht. Ich glaube links oben. Na doch. Oh, sie liegt. Nö! Da oben ist noch einer auf dem Dach. Ja. Du musst mal in den Nahkampf übergehen. Sonst triffst du auch noch sie oder so, wenn du daneben schießt. Wenn du dahinter hockst. Das wäre nicht so gut. Halt sie. Aua, ich bin fast tot. Boah. Warum? Was war das? Hatte ich nicht gerade noch volle Energie? Ich glaube, du wurdest vom Pfeil getroffen, oder? Ein Pfeil, so viel Schaden. Ja, das hatten wir ja schon mal, ne? Mit orkischen Pfeilen oder so. Kann das denn sein? Na, ich will hier hoch. Naja. Alter! Achso, verkehrt. So. Da kommt irgendwas um die Ecke. Ja, hallo. Verkehrt. Bin gleich bei dir. So. Einmal noch zum Onkel Doktor und dann geht's hier los. So, Kriegsaxt ausgerüstet und... Au. Das hat dir so viel zu abgezogen. Palmer Schleicher, Mann, mit Bogen. Down gemaked. So, das Ohr nehmen wir mit. Glühstaub. Hui. Gold, Skiverfell, Pfeile. Ja. Great. So, hier ist aber noch einer. Die Schatten werden euer Verderben sein. Da unten. Na? Wo ist er denn? Da hinten. Vor dir. Da. Ach, da. Im Zelt. Na, was du kannst, das kann ich auch. Ist das nicht Kalia? Das ist Kalia. Das ist Kalia, ja.
Deine einmalige. Da ist er. Von hinten Schattenangriff. Ja, er sieht mich. Okay, er sieht dich. Trauma. Oha. Das. Oha, du bist gleich tot. Ne? Entschuldigung, Konsole. Wenn ich noch einmal trifft oder so? Oh Mann! Wie ich schon sagte. Ich wollte ihn stunnen. Ja, schade. Na gut, ich würde sagen, diesen epischen Kampf, den verschieben wir doch nochmal auf die nächste Folge. Verhaltet euch so still, wie ihr könnt. Die Fallmäher mögen blind sein, aber sie können uns immer noch hören. Das stimmt nicht, wir bewegen uns lautlos. Du dumme Göre. Wenn die jetzt blind, wirklich blind wären, ne, und wir diese Schuhe anhaben, würde ich sagen, schleichen wir uns einfach vorbei. Aber nee. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.